Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play. Bei Let's Play Star Wars Battlefront. Und ihr seht, ich bin wieder hier am Start und ich habe hier die Möglichkeit, die Partnerkarte mitzunehmen. Dementsprechend habe ich hier endlich mal diesen Schubbonus, den ich bisher noch nie hatte. Explosiver Schuss. Auch neu. Also ist immer schön dieser Partneraspekt ab und an. Und hier müssen wir jetzt alle Punkte verteidigen gegenüber der Rebellion. Und das spielt auf der Karte, die sozusagen vor dem neuen Star Wars spielt. Also vor Star Wars. Wow. Ja, kurz genau. Vor dem Star Wars 7. Der stellt hier die Schlacht um Jakku nach. Und Jakku ist sozusagen der Planet, bei dem es losgeht. Und mehr erzähle ich euch auch vom Film nicht, keine Sorge. Aber damit habe ich euch noch nicht zu viel erzählt. Das kann ich euch ganz dicke versprechen. Mit dieser Info alleine werdet ihr noch nicht irgendwas von dem Film wissen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Feindliche Einheiten in der Zone. Verteidigt. Oh Gott, die und ihre Impulskanonen immer. Aber die sind halt auch schon mittlerweile in einem Level angelangt, wo man halt dementsprechend viel und gute Hände halt hat. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Es gibt ja auch Blaster, die einfach schon sehr imbalanced sind. Und ich hoffe, da wird noch ein bisschen nachgebessert. Da liegt ein Power-Up. Ein Suchtruide. Die Rebellen sind durchgebrochen und haben einen Kontrollpunkt erobert. So, und da habe ich den Suchtruiden so lange versucht. Oh ja, der Suchtruide hat mich wieder ins Spiel in Anführungszeichen gebracht. Partnerstadt gibt es keinen mehr. Weil er gerade selber tot war. Oh, Helden. Alter, das war meine Heldenkarte. Das geht mir aber auch im Sack sowas. Mann, ich hätte jetzt so gerne jetzt mal mit dem Helden gespielt, wenn die alle schon so gute Karten haben. So, ein Kontrollpunkt. Arschloch. Orbitalangriff, in Deckung! Verteidige jetzt hier den Punkt. Komme, was wolle. Kritischer Killassist. So, wie das denn passiert? So, auch weg. Jetzt habe ich genug. Aber meine Heldenkarte. Die Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Mein Punkt. Wir müssen sie stoppen. So. Spitzenspieler ausgeschaltet. War mal ein Spitzenspieler. Nix gibt's hier mehr. Verteidigt diesen Kontrollpunkt. Überlasst ihn nicht den Rebellen. Ah, irgendwann muss es ja mal wieder passieren. Aber in dem Fall habe ich mich jetzt hier sehr gut gewehrt, muss ich ja sagen. Auch wenn ich immer noch sauer bin auf hier mein Partner. Aber gut, jetzt ist es so. Hier geht's ordentlich rund. Der Schwarze schaut auch super geil aus, schwarze Sturmtruppler. Ja, und da kam der Zielschuss lange schon vorher. Hat er sich auch mehr als angekündigt. Auch der Zielschuss ist eine super coole Fertigkeit. Die freue ich mich auch, wenn ich sie mal habe. Also muss man schon sagen, so Fertigkeiten, Skills, manche Waffen, die sind hier schon noch sehr OP. Und ja, da hoffe ich mal, dass da noch ein bisschen was gemacht wird. Aber das Setting, guckt es euch an, oben, da wird sich beschossen bis aufs Blut.
Also von dem her, das ist schon sehr stimmig. Meinst du, du kannst hier meinem Mate was tun? Nix du. Was passiert hier so in der Blase? Verteidig diesen Kontrollpunkt. Überlass den nicht den Rebellen. Haha, weggekommen von der Rakete. Hehehe. Nix gibt's da. So, das ist weg. Und dann haben wir. Komm schon. Gleich verlieren wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Nix war es. Schade, schade. Ja, jetzt verlieren wir den da drüben wieder. Aber ich verbleibe jetzt bei meinem. Weil auch wenn wir den da drüben jetzt verlieren. So, Kopfschuss. Ja, ja, den verlieren wir ganz krass. Den haben sie jetzt. Die Rebellen sind durchgebrochen und haben einen Kontrollpunkt erobert. Muss auch sagen, das ist hier schon die zweite Runde. Das haben sie vorher schon geholt, den Punkt. Das Spiel. Jo. Aber wenigstens läuft sie für mich diesmal ganz solide. Oh, und da der Blaster. DL-44, zwei Schüsse und man ist tot. Simsy ist auch schon in dem Level, wo er wirklich das beste Equip hat. Also das ist wie gesagt noch der Riesennachteil. Ich habe es zwar schon mal gesagt, aber der Riesennachteil sind einfach hier die Unausgeglichenheiten von den Items und der Blaster. Der ist zum Beispiel extrem. Also da ist auch das ganze Forum dran, zu sagen, hier Electronic Arts so nicht. Macht den Blaster mal auf ein Level, so wie er sein soll. Und nicht so OP. Da. Vorne liegt noch ein Power-Up, aber das bringt mir nicht. So, ich guck hier mal rüber. So, da hab ich. Sehr gut. Da läuft's gerade. Kill-Serie! Weg damit! Jetzt mir gar nicht durch. Ich kann mir so vorstellen, wie du der Sturmtruppler rausschaut. Ah! Auch wieder DL-44. Ich hasse diesen Blaster. So unfair. Schade. Bis ich den irgendwann mal habe, dann ist der wahrscheinlich nicht mehr so stark. Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Ist ja immer das Gleiche. Keine auf 12 Uhr. Oh, hinter mir! Ich hätte ihn gehabt, der war hinter mir! Gibt's doch nicht! So ein Feigling! Nicht mich zu wegkrampeln. Hier der Krater von den abgestürzten Schiffen, super cool. Also wie gesagt, ihr müsst euch den Film anschauen. Also dann schießt man nicht auf mich. Ja, wo sind sie? Da ist sie weg. Da ist Power, aber das hole ich mir nicht. So wichtig ist mir das echt nicht. Sie sind
Rebellen besitzen einen Kontrollpunkt. Wir müssen sie stoppen. Ja, der wollte sich das Power abholen. Da sieht man aber auch mal, das kann schmerzlich mit dem Leben bezahlt werden, wenn man ums Komme, was wolle, das Power up will. So, wo sind sie? Wo sind sie, die Gegner? Das Rebellenpack besetzt gleich einen Kontrollpunkt. Nicht schon wieder. Aber also immer den, den ich nicht verteidige. Kann doch nicht sein. Ich mache ja so gut meine Arbeit. Und halt hier die Punkte. Komm schon, Jungs. Hinten wir. Er läuft mal, glaube ich, nochmal an den Karten anfangen und schaut mal, was da so passiert. Oh, das war schon wieder so ein DL-44. Der Rebellenpack übernimmt gleich einen Kontrollpunkt. Also ich habe hier meine Seite sicher, aber sowas von bombensicher. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ah, schade. Das ist eine gute Serie gerade gehabt. Also hier viel verteidigt, viel gemacht. Die Rebellen haben uns zurückgedrängt und besetzen einen Kontrollpunkt. Ah, das war jetzt gefühlt zu viel. Überall habe ich gerade Gegner gesehen. Und da wusste ich jetzt nicht, auf wen ich mich da wirklich konzentrieren soll. Aber auch das kommt mal vor. Aber 10 Sekunden, dann ist der Sieg für uns da. Volle Konzentration, Rebellenaktivität. So, Vollpunkt verteidigt. Wichtig, wichtig. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Und der Sieg! Ja, sehr schön. So soll es sein. Und ich habe mich hier mit 18-10 wirklich sehr, sehr, sehr gut geschlagen. Da muss ich sagen, da bin ich stolz auf mich, dass die Runde so gut lief. Und ihr werdet das Gleiche sehen, wie das dann belohnt wird. Und langsam aber sicher komme ich im Level nach oben, dass ich auch dementsprechend mal mich Richtung diesen tollen Blaster und den anderen tollen Sachen schieße kann. Gerade gibt es doppelt XP, deswegen mich wundert, dass hier so das mit 7000, 8000 schon fast ist bei eigentlich nur so und so viel. Aber das Wochenende doppelt XP, deswegen so viel und dann auch natürlich dementsprechend mehr Credits. Ja, das war's. Star Wars Battlefront. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.